Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Dead by Daylight mit mir, dem Fearscream. Wir spielen heute als Zilean auf der Botlane im Ranked. Wir sind gerade in den Promotion Games und ich habe irgendwie gerade Bock gehabt auf Zilean und habe die Mitte leider nicht bekommen. Und deswegen spielen wir ihn einfach auf der Botlane als Support. Da macht er sich auch sehr gut, wobei ich ihn auch in der Mitte ultra stark finde. Oh, halt. Wir spielen ja Support. Oh, da ist es. Ja, mal sehen, was wir so reißen werden. Viele spielen nicht mehr. Ich finde ihn immer noch super stark. Er rockt, er fetzt, er haut rein, er metzelt, er schnetzelt. Ich finde ihn richtig gut. Und er hat halt einen massigen CC und seine Ultimate ist für mich wirklich, ich muss sagen, einer der stärksten im ganzen Game. Also von den Supportern auf jeden Fall. Du kannst halt ein Target komplett wiederbeleben. Quasi, aha. Wir haben Teemo gesehen. Ach, schade, er ist nicht mehr drin, ne? Er hat nur gewardet. Oh, kommt Talon. Er hat jetzt schon viel Zeit verloren, ne? Der ist in der Mitte tatsächlich. Nee. Okay, genau, er muss top gehen. Hat jetzt richtig viel Zeit verloren, der Teemo, weil er hier meint, er muss hier Action Jackson machen. Morgana kontert mich. Weil sie mir den CC nimmt. Und mein Poke. Scheiße, der hat nicht gesessen. Ja, nice one. Da hat sie echt richtig einen auf den Kopf gekriegt gerade. Aber Jinx ist halt einfach im Late zum Rasieren nicht schlecht. Sie kriegt jetzt gleich das Schild. Gibt's sie ihr nicht? Okay. Oh, sie hittet doch tatsächlich wieder. Ich musste jetzt hier hingehen, damit sie nicht weiter Action machen. Ja, Mitte wird spannend. Talon oder Yasuo. Mal gucken, wer den Feed bekommt. Hoffe natürlich, dass es Talon ist und nicht Yasuo. Ich habe kein Ward mehr. Oh, komm, verkack's doch nicht. Oh Mann, ey. Mein AD Carry ist irgendwie nicht so dolle. Oh, sie flasht. Komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon, snack sie. Haben noch eine Sekunde. Eine Sekunde. Ja, der sitzt. Was? Sie ist nicht gestorben? Ach, weil sie gerade noch den Kill bekommen hat. Ah, sie hat es echt geskillt, dass sie dann Leben wiederbekommt. Boah, ist das ärgerlich, Leute. Ich kann doch gar nicht back eigentlich. Echt, sie will weiter Action machen? Na komm. Ich würde eigentlich ganz gerne weggehen. Wobei, mit zwei Healpotten müsste ich eigentlich wieder fast voll sein. Eine ganz schön chaotische Runde irgendwie. Oh nein! Ah, schade. Ich würde gerne noch ein, zwei Hellraisen dann jetzt, bevor ich abhaue. Muss ich aufpassen. Ich muss hier mal erstmal im Level hoch. Ey, dass die Morgana das gerade überlebt hat, das ärgert mich immer noch, ne? Das wurmt noch. Boah,
Hätte ich jetzt ein bisschen mehr Damage, ey. Wäre ich jetzt mit Laner, würde ich den direkt mit einer Combo wegsnapsen. Aufpassen, aufpassen. Okay, das war knapp. Die kriegt aber auch echt alles ab, die Jinx. Das ist ein bisschen uncool. Also, okay, komm, ich kann dir noch ein Level geben. Ich kann noch in der Lane bleiben. Ja, Digga, was soll ich machen? Ich muss Face checken. Also nehmen wir der Morgana ein bisschen das Wind aus den Segeln, wenn wir jetzt ein paar Dinger reinhauen. Dann noch ein Healpot. Steht jetzt super defensiv, ne? Oh, das war mega fail. Ah, das ärgert mich. Scheiße, schön Mana rausgehauen. Pass auf, pass auf. Nicht gerade rennen, lauf doch mal bitte schräg. Das wird ein haariges Game, glaube ich. Farm doch einfach in Ruhe und steh doch da nicht drinne. Hallo, ey, da machst du... Oh, Jungs, Jungs, Jungs. Da krieg ich das Wein. Ja, ja. Wahrscheinlich auch an der Uhrzeit. Ich muss halt das Game unbedingt gewinnen. Also ich werde richtig mir Mühe geben und... Flame bringt halt auch nichts. Schade. Wir haben halt den Mana-Fluss mitgeskillt. Warum hat er nicht gesessen? Am wenigsten ihr Skillshot. So, damit sie dich rumstresst. Ja, komm, du kannst jetzt easy last hitten. Aufpassen, aufpassen, Q. Genau, seitwärts. Jetzt hat es besser gemacht. Schön. Und ihr Schild ist halt auch raus, ne? Das ist halt eigentlich immer ganz, ganz passabel, weil die hat wahnsinnig großen Cooldown, die Morgana, auf ihr Schild. Und sie muss weggehen. Ich werde auch bald weg. So, ich habe Ulti. Das macht schon mal alles um einiges leichter. Ich will sie eigentlich vom Farmen ganz gerne abhalten. Dass sie die Minions verliert. Sie will sie halt unbedingt, ne? Oh, sie geht nicht rein. Okay. Ja, wir können ganz in Ruhe weggehen jetzt. Wir stehen 6-6, die geben sich da irgendwie ganz gut. Mal schauen. Ich bin gespannt, wie das Game ausgeht. Noch kann ich gar nichts sagen. Das kaufen wir auf Kredit. Dafür reicht es nicht mehr. Okay. Wir haben unten noch nichts gerockt, aber mit der Jinx traue ich mich auch nicht, irgendwie aggressiv zu gehen. Eloy provoziert so ein bisschen oben, weil die beide wohl geflasht haben. Aufpassen, hier könnte Morgana sein. Nee, ist sie nicht. Aufpassen, jetzt kommt er. Mann, ey, die kriegt's einfach nicht geschissen. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Und da schätze ich den Farm holt, macht sie Recall.
Und jetzt kommt sie doch, wo der ganze Farm weg ist. Naja, okay. Gut, ich muss damit leben. Sie ist jetzt mein AD Carry. Lange macht die hier nicht. Wir haben irgendwie SS. Weiß nicht, wo die Morgana steht. Ja, auch immer alles auf den Dings zu schieben. Auf. Okay, die haben Drake gemacht. Auf den Jungle, wenn er nicht runterkommt zum Ganken. Alles zu seiner Zeit. Jetzt geht das große Geflame los. Oh, das ist so anstrengend. Jetzt habe ich selber gerade. Ich hätte es wissen müssen. Ah, hätte ich mich geultet, hätte ich mich geultet, hätte ich mich geultet. Ich bin doof. Okay, ein bisschen mehr Leben noch. Irgendwie hat sie echt Pech mit ihren Traps. Oh, das hat sie geschafft. Jetzt darf sie nur nicht die Q kriegen. Nur nicht die Q. Nur nicht die Q! Tatsächlich. Komm, den kriegen sie aber auch. Das sind zwei Kills. Und Jinx müsste zwei Assists haben, die einen. Na gut, besser als nichts. Für uns ein guter Try. Warwick ist 4-2, das ist auf jeden Fall stark. Talon hat jetzt 3-2 und Yasuo hat plus 1 Kill. Es könnte gut ausgehen, auch wenn ich noch nicht in den AD Carry Vertrauen schenken kann. Ich habe jetzt auch gerade ein bisschen gefailt aus Versehen, weil ich dachte nicht, dass ich... Also ich habe schon überlegt, machst du nicht, aber ich habe mich falsch entschieden. Mann, Dude. Ich glaube, ich werde ein bisschen auf Damage gehen. Ich bin noch nicht ganz sicher. Ich krieg gleich wieder die Q. Ne, diesmal nicht. Mann, Jinx, hör doch auf, nur zu pingen, bitte. Jetzt dreh dich aufs Spiel. Sie steht da hinten. Hat sie mich trotzdem. Aber ist kein Problem. Alle Ultis sind raus. Ja, diesmal habe ich es nicht riskiert und habe die Ulti benutzt. War auch richtig gewesen. Ich hätte sie eigentlich gerne für den AD Carry auf, aber da der Eno passiv hinten rumgammelt. Muss ich ein bisschen aufpassen. Ich habe irgendwie Schiss. Den Tower können wir auch nicht mehr lange halten. Ist er uns geheilt? Warum? Komm schon, komm schon, komm schon. Scheiße. Ich dachte schon, ich krieg den zweiten Tower-Hit.
Scheiße, ich habe den verfickten Assist nicht gekriegt. Oh, Entschuldigung für das Wort, aber. Oder doch habe ich, glaube ich. Nee, noch den Assist gekriegt haben. Okay, Top Lane ist leider der Tower down. Wir haben den Mid Tower, leider waren wir nicht First Tower Blatt. Also. Das ist schade. Das wäre natürlich praktisch gewesen, hätten wir den ersten bekommen. Wir werden auf jeden Fall ein bisschen auf Damage gehen. Es hilft alles nichts. So, hier ändern wir mal um. Wir sind teamtechnisch ein Kill in Front. Jinx habe ich irgendwie, die wird gleich wieder sterben, wenn sie nicht aufpasst. Ihr Farm ist auch unterirdisch. Und sie geht gleich down, wenn sie jetzt Ulti zündet. Komm. Mann, das ist echt schade, dass ich jetzt so einen AD Carry kriege. Ja, die machen auf jeden Fall den Drake. Der ist natürlich extrem wichtig. Alles zu seiner Zeit. Ich habe bald mehr Farm als mein AD Carry. Jinx, schieß! Scheiße, ich bin noch an irgendwas gestorben. Jetzt mach was, Jinx. Go, go, go. Komm, die kriegt ihr beide. Sehr schön. Jetzt hat sie dreifach Tötung, die Jinx. Jetzt kann sie steil gehen. Komm, 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 komm ran! Schieß, schieß! Oh, herrlich. Das war jetzt mal richtig gut. Muss man auch mal dann loben. Das war jetzt schön. Jetzt hat sie die Chance genutzt. Hat sie auch aggressiv gespielt. Hat das Ding rausgerissen da. Ich habe schon gedacht, die haut jetzt einfach ab und macht einfach in Null. Also ich bin froh. Das war ein geiler Try. Hat sie wirklich schön gespielt. Man muss sie auch loben, wenn sie was gut macht. Das hat sie in dem Fall wirklich getan. Und wir kriegen den Towerbot. Sehr schön gemacht. Und sie ist voll durchgebufft. Wir könnten ihn unterstützen. Ich weiß aber nicht, ob er jetzt in die Mitte rennt. Ich habe noch keine Schuhe. Habe ich gerade gemerkt. Ich bin leider noch an irgendwas gestorben. Ich weiß gar nicht, was das war. Wahrscheinlich irgend so ein... Ich hatte ja auch kaum noch Leben. Irgendwas Kleines. Sie kriegt da oben auf der Top-Lane echt Probleme. Sie wird aber auch dauerhaft durchgehend gegankt von... Sau. Das ist... Scheiße, das war doof. Es ist halt unglücklich. Ich werde die meine Ward hier hinstellen. Auf den Kopf. Schade, mein Tower ist wieder down und mein Totem sage ich schon, mein Ward. Warum ist es dann noch nicht ready? 500 Gold. Komm her. Oh, jetzt haben sie es gesehen, dass wir hier sind. Ich weiß nicht genau, wo wir hin wollen. Ja, komm, jetzt mal Gas machen. Ich komme nicht ran. Muss ich schnell sein. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. In das Ding reingeflasht. Komm, mach den Tower, mach den Tower, mach den Tower, mach den Tower, mach den Tower.
Mal hier in die ganzen Pilze reinrennen. Nee, hat er nicht viel gestellt. Okay. Okay, wir sind aber trotzdem immer noch in Front. Farmtechnisch, bis auf meinen AD Carry, sind eigentlich alle super in der Norm. Aber dafür hat sie ja gerade die Kills geholt. Um ein bisschen Geld wieder aufzuholen. Oh, das musste ich so machen. Ach, scheiße, meine Ulti war fail. Ich aufpassen auf Yasuo, der will jetzt mich anchargen. Wow, das war mega knapp, Leute. Das war auf jeden Fall nicht ohne gerade. Ich habe keine Schuhe. Ich habe echt geschwitzt gerade. Schade, dass ich meine Ulti gewastet habe. Ich habe gedacht, die donnern ein bisschen mehr Damage raus. Wobei besser so als sterben. Ja, der Stun war super. Sie trifft mich! Sie trifft mich! Assist gekriegt. Komm schon, komm schon. Ah, nee, nee, ich will jetzt hier nicht drauf gehen für nichts. Zilean ist halt ein starker Support, ihr habt es gerade gesehen. Da geht echt so viel. So, haben wir das eigentlich schon voll? Ich weiß gar nicht, wie viel. Ach Gott, noch lange nicht. Da können wir uns erstmal auch noch anderen Dingen widmen, wie vernünftigen Schuhen. So, ein bisschen CDR. Ich würde sagen, wir kaufen uns mal das hier, Alter. Aber erstmal will ich noch ein bisschen Tankiness. Hier mal die Werte machen. Aber wir sind schon bei 45. Vielleicht doch Magiedurchdringung nehmen können. Aber wir kriegen es ja umgewandelt. Ich kann sie, ich kann ihn, sie upgraden. Nice. So, hier den Ward auf jeden Fall kicken. Den lassen wir hier nicht einfach so stehen. Klau mir den nicht. Oh, du bist gemein. So, geh mal auf die Botlane. Schön, der Talan rasiert. Hier musst du lang, Mäuschen. Ja, du kannst es doch machen. Ich bin doch nur Support. Ich will nur dabei stehen, damit ich Erfahrung kriege, Mensch. Und komm, und die nächste Wave. Hopp. Boah, ich muss helfen gehen, glaube ich. Die stehen da zu viert. Und Sinsau ist halt auch fett. Da müssen die aufpassen. Ist aber auch der Einzige. Und Teemo so ein bisschen... Wenn ich eine Stun-Kombo durchkriege, ist vorbei für die. Okay, die wollen Drake machen. Der Drake ist gar nicht so wichtig und arschgefährlich jetzt gerade. Das ist knapp. Oh, wir haben ihn gekickt. Sehr schön. Habe ich schon Ulti bereit gehabt, aber ich dachte so, nein, nicht wasten, nicht die Ulti wasten. Ich weiß, im Zweifel lieber Ulti geben, anstatt nicht. Aber wir waren zu fünft auf ihm. So viel Damage macht dann ein Sinsau auch nicht innerhalb von einer halben Sekunde. Teemo pusht. Was heißt der pusht? Was, eigentlich können wir uns den doch snacken, oder? Ich gebe hier mal Speedbuff. Wenn sie gleich losrennen kann, wie so eine Irre. Mal für Teemo entdecken. Da haben wir ihn.
Das halt Celia, ne? Eiskalt. Direkt gestunt, dann Talon Speedbuff gegeben und dann rennt er halt einfach wie eine Rakete über die Map. Und hier wieder nächstes Level, bam. Das ist halt so cool an ihm. Und die Ulti ist halt, wie gesagt, unschlagbar, Leute. Ohne Mist. Wir haben ein gutes Team. Ist jetzt nicht mein bestes Spiel mit Cilian, auf gar keinen Fall. Was macht sie denn? Muss ich schon ulten? Nein, noch nicht. Aber wir haben ordentlichen Schaden rausgehauen für den Grab. Das ist cool. Free Damage. Ich müsste einmal den Stun. Schade. Aber die Bomben. Es fangen halt an zu pauken. Ja, komm. Brauchst noch nicht heilen. Kannst du dir sparen. Ich hab sie geultet. Wo ist mein Team? Wo ist der Damage? Das ist halt Cilian, Leute. Ohne Scheiß, das ist Cilian. Einfach mal die eh kaum zu töten ist. Wobei, die war jetzt, ist schnell gefallen, aber normalerweise. Nochmal Ulti drauf und sie steht einfach wieder auf und überlebt diesen Fight. Wir sind zwar alle hart low. Ich habe mein Item zum Healen noch nicht fertig. So, wir sollten weggehen, nicht zu over-aggressive hier, das ist overextended, over-aggressive. Bot wäre natürlich jetzt auch noch eine Maßnahme. Kommt Leute, übertreibt's nicht. Das war ein schöner Trade. Muss man nicht übertreiben, ne? Wenn man zu oft bleibt man zu lange drinne stehen und dann bereut man's. Dann hat man für nichts, hat man dann Kills dem Gegner geschenkt. Will man ja auch nicht, also deswegen Leute. Überlegen, entscheiden, lohnt es sich wirklich jetzt noch drinnen zu stehen? Pff. Nice one. Schön gemacht, jetzt müsste Warwick kommen. Ast 3 Nomad. Perfekt. Schön gespielt von Talon, richtig sauber. Okay. Ah ja, ich kann die auch wieder ein Level abgeben. Gucken wir gleich mal hier, wir detecten mal hier die ganzen Shrooms, ob hier irgendwelche Pilze sind. Ne, gar keine Pilze hier eigentlich. Ich packe hier mal welche hin als Temo. Das war knapp. Cilian Power. Jetzt sieht es sehr gut aus für uns. Wir müssen jetzt nur alles safe spielen. Hier ist Xin Zhao. Scheiße. Okay, Faye Ulti von MF. Ist zu risk. Es hat er sie. Ultra nice gespielt. Scheiße, durch den Knock-Up habe ich die zweite Murmel zu spät gesetzt. Auch durch den Cooldown, den ich jetzt habe. Wenn nochmal Damage ankommt. Okay, sehr nice. Haben wir sehr gut gemacht jetzt. Also das Ding ist durch. Cilian ist echt ein geiler Champion. Ich werde den ganz schön overpowered. Komm mal rein hier. Okay, wir holen uns hier die nächste Wave. Mach mal, push mal. Und den nächsten Tower. Steht da nicht. Passt auf da. Leute. Zu gefährlich.
Oh, jetzt kriegt er mich. What? Ich, nein, ich dachte, ich habe die Glocken. Ich bin so schlecht. Ich dachte, ich habe mich schon geultet. Oh, sorry, Leute. Ja, da habe ich kurz mal, war ich unachtsam. Nicht so oversmart gespielt hier. Shitty witty. Nee, das lassen wir so. Oh, da sind wir aber nicht annähernd dran gekommen. Oh nein, noch 20 Sekunden, ich krieg keinen Buff. Mhm, was holen wir uns denn jetzt? Also ich, gibt mehrere Möglichkeiten. Hourglass ist halt todesstark jetzt. Dann hätten wir ganz, ganz viel zum Defenden. Und wir haben auch ein bisschen Rüstung dadurch. Und die sind ja sehr, sehr AD-lastig. Im Endeffekt gehen wir noch ein bisschen auf Schaden. Oder wir holen noch ein Pink Ward. Immer mitnehmen, wenn ihr könnt. Ich habe es diese Runde auch nicht so intensiv gemacht. Normalerweise kaufe ich immer einen, wenn ich weggehe. Oh, nice one. Booms. Die Runde ist durch. Jetzt müssen wir eigentlich split pushen. Eigentlich müssen wir top gehen und einer geht bot und dann ist das Ding gewonnen. Vielleicht auch warum? Eine kurze Erklärung. Warum wir jetzt top pushen müssen. Oh, warte, da ist jemand, der Hilfe brauchen könnte. Wobei Talon ist fett. Schafft er. Nice. Weil die Mitte ist offen. Na komm, krieg ich noch? Ja. Ja, ich komme. Braucht ihr schon hier? Oh, das war richtig schön gespielt. Auch wenn Morgana den Kill gekriegt hat. Aber das Ding ist gewonnen. Also da gibt es jetzt gar nichts mehr. Das ist nur noch eine Frage der Zeit. Ja Leute, wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht, das Däumchen nach oben da zu lassen. War eine coole Runde, hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht. Zilean ist ein cooler Champ. Lohnt sich auf jeden Fall, den zu lernen, den zu spielen. Er ist ein bisschen schwieriger als der ein oder andere Support, weil er halt auch ja, diese Skillshots in Anführungsstrichen hat mit seiner Q. Ich werde auf jeden Fall, der Warwick war super, aber der Talon war auch klasse. Ist halt schade, dass man nur einen hornern kann. Ich werde auf jeden Fall mal den Talon hornern, weil der hat das Ding auf jeden Fall mitgecarried hier, wenn nicht sogar durchgecarried. Meine Stats sind auch nicht schlecht. 3-3-14 und unser AD Carry. Naja, bis auf seinen einen Moment, als er seine 4 Kills gemacht hat, ja, hat er eigentlich nichts gemacht die ganze Zeit. Ist halt so, wir könnten noch mal reinschauen in den Damage, um das Ganze hier vielleicht noch mal ein bisschen auszuwerten. Ja, ich als Supporter, und ich habe nicht mal Hard of Damage gespielt, ich als Supporter habe mehr Schaden als der AD Carry. Ich glaube, das spricht für sich. Aber gewonnen ist gewonnen. Im Endeffekt haben wir es wirklich auch an der guten Konstellation zu verdanken. Talon hat seine Assassin-Rolle super gut gespielt. Barwick hat seine Ulti super benutzt für den CC und Eloy war auch nicht schlecht. Also Barwick und Talon haben es auf jeden Fall gerissen hier in dieser Runde. Mit einem guten Supporter geht das halt. Nein, ihr wisst, wie ich das meine. Okay. Massenkontrollwert 19. Ja, gut, da wäre wahrscheinlich ein bisschen mehr gegangen. Aber es ist halt richtig geil, wenn alle schön gebündelt stehen, dann kann man halt auch mal es schaffen, alle 5 gleichzeitig zu stunnen und so weiter. Ich finde Zilean super stark. Absolut auch ein Mitte-Champ. Also wer das nicht glaubt, ich werde mal ein paar Videos reinhauen, wenn ich in der Mitte mit ihm spiele. Wirklich ein cooler Champion. Lasst es knallen. Lasst den Daumen da, abonniert mich, wenn ihr es noch nicht getan habt. Wir sehen uns. Rub.
im nächsten Part von LOL, DBD oder was auch immer. Schaltet einfach rein. Macht's gut. Ciao.